Was ist Controlling? Welche Funktionen und Aufgaben erfüllt das Controlling im Unternehmen? Und warum ist dieses Thema überhaupt für Sie relevant? Stellen Sie sich zum Beispiel vor: Sie arbeiten in einem Unternehmen des Agribusiness, haben eine Fülle von Daten beispielsweise aus der Produktion, dem Vertrieb oder dem Rechnungswesen vorliegen, aber sie sind sich möglicherweise unsicher, wie Sie diese Informationen richtig für Ihr Unternehmen nutzen können und welche dieser Informationen überhaupt wichtig sind. Gibt es zum Beispiel wichtige Kennzahlen, die Sie aus diesen Infos ableiten können, mit Hilfe derer Sie die Performance Ihres Unternehmens am Markt adäquat beurteilen können? Ein weiteres Beispiel. Sie möchten ein neues Produkt einführen, haben im Augenblick aber keinerlei Informationen über das Marktpotenzial, die Kosten, die bei der Entwicklung und Herstellung des Produktes entstehen und wie Sie den Verkaufspreis gestalten sollen. Auf diese und ähnlich gelagerte Fragen gibt das Modul Controlling im Agribusiness Antworten. Das Modul wird wie gewohnt mit einer Dauer von sieben Wochen im Blended Learning-Format unterrichtet. Zu Beginn setzen wir uns zunächst damit auseinander, was der Begriff Controlling konkret beinhaltet und welche Aufgaben zum Beispiel ein Controller hat. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung werden wir vor allem anwendungsbezogen auf verschiedene Instrumente des Controllings fokussieren. Zum Beispiel... Instrumente der Informationsversorgung, wie die Erstellung und Auswertung des Jahresabschlusses und der Kostenrechnung. Oder wichtige Planungs- und Kontrollinstrumente, wie zum Beispiel Kalkulationsmethoden oder Budgetierungsverfahren. Oder aber auch Instrumente der Analyse des externen Unternehmensumfeldes. Mein Name ist Jan Henning Feil. Ich leite den Arbeitsbereich für Management der Agrar- und Ernährungswirtschaft an der Uni Göttingen. Ich freue mich und bin gespannt auf das Modul mit Ihnen.